Hallo zu einem neuen Video. Heute fahren wir nochmal eine Runde mit dem Lader. Mir ist nämlich aufgefallen, als ich mir die Rundenzeiten angeguckt habe, dass der mit der schlechteste ist. Das lag aber daran, dass ich mich verschalten habe und glaube auch einen Motor abgewürgt hat. Deswegen wollen wir heute mit den Straßenreifen nochmal eine Runde drehen und dann wechseln wir mal auf Offroad-Bereifung und drehen nochmal eine Runde auf Zeit, dass dann mal ein bisschen die Einordnung besser wird mit unserem etwas angerosteten Lader hier. So ist heute der Plan und dann, wenn die Zeiten gut stimmen und die Karre mir nicht auseinanderfällt, könnte man eigentlich mal noch einen Anhänger dran machen, den Bastei, und mit dem mal eine Runde ziehen. Ich glaube, bei dem ist die Bremse fest, aber ich glaube, das zieht er trotzdem weg. Gucken wir mal, ob wir noch eine Rundenzeit mit dem Bastei hinkriegen. So, genau, so ist jetzt der Plan. Jetzt fahren wir erstmal so, wie er jetzt ist, eine schöne Rundenzeit und dann wechseln wir mal die Räder. So, würde ich sagen, auf geht's! Gucken wir mal. 55,7. Das könnte eine gute Zeit gewesen sein. Dann machen wir jetzt mal die anderen Reifen drauf. Gucken wir mal, was wir dann für eine Zeit finden. Tja, was soll ich sagen? Der Reifenwechsel, der hat nichts gebracht. Die Zeit war fast genau die gleiche. Also Fazit, Reifenwechsel hat nichts verändert an der Rundenzeit und deswegen habe ich mir das jetzt auch erspart und habe das nicht extra gefilmt. Denn, jetzt kommen wir mal zu den interessanten Dingen. Und zwar gucken wir jetzt mal den Bastei an und drehen mit dem eine Runde. Ich hatte gesagt, wir kuppeln noch an, aber es gestaltet sich ein bisschen als schwierig. Die Hecke hat den Anhänger hier leider ein bisschen in Beschlag genommen. Ich bin gerade nicht so ohne weiteres angekuppelt. Also müssen wir erstmal hier ein bisschen die Hecke befreien, den Anhänger von der Hecke. Au, die Dornen tun weh. So, und wir hoffen, dass ich die jetzt ein bisschen angehoben kriege. Jetzt geht's! Fast angekuppelt. Könnte sogar angekuppelt sein. Die Frage ist jetzt bloß, geht das, wird das auch fest hier oder nicht? Ja, ich würde sagen, probier mal aus. So, angekuppelt haben wir. Ich fahre jetzt mal ein Stück. Ich fahre jetzt mal ein Stück und dann gucken wir mal, ob ich den Anhänger hier ein bisschen rausgezogen kriege. Weil der ist schon ein bisschen eingewachsen. Ne? Guckt mal, ne? Ja, ist ein bisschen hardcore eingewachsen. Gut, ich setze mich mal rein. Gucken wir mal.
Power, ne? Haben wir doch gut rausgezogen. Ich drehe mal eine Runde, ich versuche mal zu wenden. Ich versuche es einfach mal. Aber ich denke, jetzt haben wir's. Ja, also ich würde sagen, oder? Das sieht gut aus. Da können wir eigentlich mal eine Runde probieren. Das Stützrad noch rein. Das wäre nicht schlecht, wenn das drin ist, dass das vielleicht nicht so durchschlägt. Da fahre ich erstmal eine langsame Runde. Erstmal zu gucken, ob es überhaupt geht. Und dann fahren wir mal eine Runde auf Zeit. Gut, auf geht's. So, jetzt haben wir einen Anhänger hinten dran. Jetzt geht's los. Jetzt fahren wir erstmal eine langsame Runde. Mal gucken, wie es sich so fährt. Machen wir erstmal eine langsame Runde. Eine langsame Runde mit Anhänger. Aber muss ich sagen, ich merke den fast gar nicht. Der zieht ihn hier ohne Probleme durch. Das ist krass. Das ist echt krass. Ich merke den fast gar nicht. Was hier passiert? Ja, aber geschafft. Können wir sogar mal einen zweiten Gang probieren. Und dann, wenn wir die Kurbelrutsche hier gelöst haben, schauen wir mal an. Gucken wir mal, was wir mit Anhänger zeigen. Wir müssen weg. Wir ziehen gut durch. Spitze. Also Proberunde haben wir geschafft, ohne Probleme. Ich habe gar nicht gemerkt, dass der irgendwie hinten dran hängt, der Anhänger. Klar, rumpelt es immer mal ein bisschen. Egal, jetzt fahren wir auf Zeit. Ich bin mal gespannt, was passiert. Lader macht langsam komische Geräusche. Gucken wir mal. So, also auf geht's. Gut. Untersetzung brauchen wir nicht. Untersetzung aus. Wir fahren ohne Untersetzung. So, und los geht's. Ich hoffe, die Zeit zählt. Und wir heizen mit Anhänger lang.
Guck mal auf die Zeit. 1:21. Krasse Runde. Geile Scheiße. Achso, zum Rangier machen wir unter dir. Guck mal rein hier. So. Park mal wieder ein, das war's für heute. So, zum Fazit für heute. 1:21 mit Bastei-Anhänger. Ich muss sagen, die Reifen haben richtig geil Grip. Der hat sich richtig gut durchgearbeitet. War spitze. Jetzt gucken wir nochmal, ob wir irgendwelche Schäden haben. Also hier an dem Hinten, klar. Übrigens, ich habe gar nicht geguckt, ob der vorher Luft hat oder irgendwas. Wir haben ja gar nichts gecheckt. Aber wie man sieht, der hat es gut mitgemacht. Hier ist ein bisschen Sand. Aber ansonsten sieht noch tippitoppi aus. Hat mal ein bisschen aufgesessen. Und hier haben wir ein bisschen was verloren. Na gut, der guckt halt ein bisschen raus. Aber sonst, das war schon. Das ist halt jetzt noch ein bisschen mehr. Drinne sieht es noch aus wie immer. Hier, ich kann es euch ja mal zeigen, wie es drinnen aussieht. Sieht aus wie immer. Also Respekt, Respekt. Der Wohnwagen hat gut durchgehalten. Halleluja. Hätte ich nicht gedacht. Ja. Also wer Interesse hat jetzt an dem Ding, kann gern kaufen mit Papieren 300 Euro. So, und das war's auch mit diesem Video. Ich koppel jetzt noch ab hier. Dann fahren wir den Lader wieder weg. Und ja. Wenn ihr mehr so einen Müll sehen wollt, abonnieren. Mir fällt immer noch was Neues ein. Irgendwie. Bis dahin. Ciao.